Hi, na, willkommen zurück zum Pokémon Let's Go Evoli. Anubis ist auch wieder da, ne? Hast du Bock, Digga? Du sagst ja gar nichts, weil ich auch nicht mit dir interagiere. Na, Bock? Bock. Ja, ein wenig schon. Ein wenig Bock hat er. Alles klar. Jo, wir hauen jetzt noch ein paar Mashoks kaputt, weil ich nämlich glaube, dass wir doch ein bisschen Erfahrung noch brauchen. Ja, ein bisschen zumindest. Nicht viel, aber schon ein wenig. Genauso viel, dass wir damit über die Runden kommen, ne? Das wär's so. Klasse, Mashok wurde gefangen. 894 Erfahrungspunkte und da kommen die Lebenspunkte und Erfahrungspunkte und Level und alle kommen so rein. Gut. So, Fangserie 2, das ist ja cool. Und die werde ich jetzt nicht mit diesem Georock hier kaputt machen. Auch doch, warte mal. Wir machen einfach hier alles. Denn ich habe ja mal mitgekriegt, dass die Bonbons meiner Meinung nach doch ein bisschen geiler sind als so Level-Ups. Weil wenn du davon eine ganze Stange hast, dann kannst du auch die Attribute so hoch pumpen, wie du möchtest. Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, ob es da irgendwie so ein Softcap gibt oder sowas. Wird wahrscheinlich noch passieren. Bims, fabelhaft. Ja? 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 Georock wurde gefangen. Das ist doch ein schöner Satz. Das ist wunderschön. Besser kannst du ihn laufen. So, Georock wurde gelagert. Ja, 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 ja. Ach, an dem Golbat will ich aber auch jetzt nicht scheitern, ne? Der kann sich ruhig mal hart löschen gehen hier. Hallo! Na? Ich bin der Typ, der diesen Ball da bewacht. Habe ich schon Gerüchte über den Wunder... Ich habe schon Gerüchte über den Wunderkick gehört. Das bist doch nicht etwa du. Doch, Mann. Ich bin das. Ich ganz alleine. Nils! Nils! Nils mit seinem Sichler. Ach so. Nils. Ich finde, Nils ist auch ein komischer Name. Nils. Da sind einfach so viele Konsonanten drin, ne? Ja, irgendwie schon. Naja. Naja, mach das ruhig. Ist okay. Jetzt geht's ab. Achtung, 3, 2, 1. Wutz. Der King ist eine richtige Killermaschine. Da machen wir uns mal nichts vor. Der ist stark. Sauglocke, Gold, Krone. Ach, Knogger. Knogger! Nee, da kommt Sauglocke ran. Los geht's. Ich muss nämlich auch gucken, dass ich hinterher gegen Lavados auch genug Angriffspunkte habe. Aber ich habe noch einen Ether dabei. Das heißt, ich könnte theoretisch meine. Wie heißt das? Siedewasser. Kann ich ja hochpulvern. Das geht. Attacke verwählt. Ja, schade. Dann versuchen wir das eben nochmal. Ja, das mit dem Rückstoß ist ja auch egal. Wenn er einmal mit Blattgeißel durchkommt, dann ist das hier vorbei. Ganz egal, wie viele Schadenspunkte der vorher schon genommen hat. Weg ist er. Tschüss. Geknackt. 700 Punkte. 700 Punkte. Ich hätte gerne noch mehr Punkte. So, was ist hier? Top-Beleber. Geil. Dafür habe ich ihn jetzt verhauen. Nur, ich wollte ihm ja eigentlich auch noch was beibringen, ne? Habe ich ja jetzt. Ich glaube, ich musste jetzt erst einen Bildungsauftrag erfüllen. Hallo? Oh, willst du dich etwa den Herausforderungen der Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Das könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin. So, das wär's. Erlegt euch mal ins Zeug. Okay. Blizzard. So, bevor ich jetzt hier irgendwas mache... Hä, was ist das denn da für ein Schalter? Ich gehe jetzt erstmal runter und guck mal nach, was hier so ist. Ja, was ist denn? Ja, ist kein Bock wieder, ne? Das ist wieder... Das ist wieder faules Fieber hier. Eine richtig schlimme Brückentagsgrippe. Fläschchen AP Top. Ach, das ist ja sogar extra für mich gemacht hier. Damit ich jetzt meinen King wieder hochplustern kann. Und dann hinterher das Lavados verhau. Ja. Welche Attacke auffüllen? Achso, ich habe ja alle jetzt aufgefüllt. Wollte schon sagen, ich habe doch mit Officer Rocky geredet. Officer Rocky und Schwester Joy sind offenbar wirklich die gleiche Person. Hi. Na?
mehrere Statuswerte von Lavados wurden erhöht. Das heißt, wenn ich das habe, ist das definitiv nicht so stark, wie wenn es jetzt hier in der freien Wildbahn rumeimert. Naja. Okay. Wir haben den Evoli-Shaker, aber den brauchen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ja, da kannst du nach Hause gehen mit deinem Laserding. Ach, zurückgeschreckt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Siedewasser, jetzt aber. Pass auf hier. Boom, one hit. Nee, okay. Hm. Nee, das schafft er jetzt nicht. Ja, siehste. Ja, so ist Ehre, Leute. So ist Ehre. Ja, so geht das. Und nicht anders. Die Attacke hat nicht verfehlt. King ist einfach zur Seite gesprungen. Der ist... Manchmal glaubt man ja, der wäre fett und könnte nichts hinkriegen. Aber manchmal zeigt er auch, dass er es doch ganz cool drauf hat. So. Viel leichter fangen. Das erkennt man daran, dass der Ring immer noch rot ist. Ja. Mist, das war knapp. Ich habe noch 19 Bälle. Weißt du, das ist gar nicht mal so viel. 1, 2, 3. Wenn du wegläufst, dann... Ich werde dich finden. Komm. Nicht so ein Zauberei-Blödsinn hier machen, sondern einfach mal im Ball drin bleiben. 2. Ich sehe mich schon, das Ding wieder neu laden müssen. So. Jetzt aber. 1, 2, 3. Ich bin enttäuscht. Langsam sind die Feelings auch hurt, aber schauen wir, wie weit wir hier spielen müssen. Gucken wir uns das mal an. 1. Ob du wohl einfach mal jetzt... Ich mache immer wieder das Gleiche. So ein Streamer, der immer den ganzen Tag den gleichen Witz erzählt. Oh. 1, 2, 3. Fertig. So. Lavados wurde gefangen. Yeah. Neues Pokémon, Wurftechnik, 0 Punkte. Ist mir egal. Wir haben es ja geschafft. Mehr wollen wir ja nicht. So, wie sieht's hier im Pokédex aus? Erzähl mal. Lavados. Ja, guck mal, ein Riesen-Lavados. Da wird sich das winzige Zapdos bestimmt ein bisschen schämen. Lavados ist ein Flammen-Pokémon. 2 Meter groß, 60 Kilo schwer. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit seinen lodernden Flügeln schlägt, erstrahlt sogar der Nachthimmel in gleißendem Rot. Ja. 3 Stück haben wir. Und Evoli hat gute Laune. Yes, 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 yes. Anubis starrt aufgeregt den Pokéball an, den du gerade in der Hand hast. Guck mal, der sagt jetzt schon, ich will gekrault werden, ne? Nichts dafür getan. Aber trotzdem haben wollen. Haben, 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 haben wollen. Jawohl. Okay. Wenn ich jetzt, wüsste, dass ich ohne weiteres wieder zurück kann, würde ich das tun, aber ich weiß es nicht. Dementsprechend gehe ich nochmal hier hin. Mache die Rätsel fertig. Ach ja, ich würde mir eigentlich liebend gerne neue Hyperbälle kaufen. Aber ich glaube, das ist nicht. Das bedeutet, dass wir mit dem Team, was wir jetzt gerade haben, in der Stärke, wie sie jetzt gerade vorliegt, vermutlich die Pokémon-Liga machen können. Müssen. Können? Weiß ich nicht. Müssen? Ja. Definitiv. Müssen. Die müssen. Okay, jetzt noch einmal. Klick. Ah. Siehste wohl. Shortcut geöffnet. Die Wand ist verschwunden und der Weg ist frei. War sicherlich kein Shortcut. War etwas, was wir obligatorisch machen müssen, sonst wären wir später nicht mehr weitergekommen. Uiuiui. Ja, das war mir zu heiß. Ach, komm, nochmal sowas? Nee, ich gehe wieder nach oben. Nee, nee, nee. Okay, das ist Quatsch hier unten. Hi. Oh! Der hat gerade ein legendäres Pokémon gefangen. Vielleicht hauen wir ihn mal kaputt. Vielleicht versuchen wir es auch nur. Man weiß es nicht. Anna, erzähl mal. Laudings, kannst du innehalten. Dragonier. Okay, jetzt kann der King jetzt erstmal gucken, wie das aussieht mit Drachen erledigen.
Auf einmal, kann man mich noch hören? Hallo? Irgendwie ist der Sound jetzt anders. Ich muss da nachher gleich mal reingucken. Drachenpuls, nee. Jetzt Eisstrahl, guck mal hier. Bums, weg ist er. Okay. Knuddelhof. Nee, da wechseln wir mal lieber auf Anubis. Ich meine, so Knuddelviecher können wir hier nämlich überhaupt nicht leiden. Die müssen alle gelöscht werden. Boy. Boy. Yeah, boy. Ach, guck mal hier. Wir sind mal damit. Ich kletter mal eben hinter eine Klette. Ich hab gewonnen, oder? Ich weiß es legitim nicht mehr, ob... Ach, ich glaube, ich brauche mein neues Headset gleich. Ja, ist egal. Lockchan, möchtest du wechseln? Ja. Und zwar auf... Eigentlich auf King, aber ich glaube, wir müssen Echsenboy nehmen. Was liegt das an? Nee. Irgendwas ist an meinem Headset gerade kaputt. Naja, ist ja jetzt auch gerade nicht schlimm. Ich muss ja auch nicht drüber reden. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Deswegen einfach lächeln und weitermachen. Echsenboy mit Flügelschlag. Lockjan sieht einfach so mega scheiße aus. So. Donnerschlag. Ja, ja. Und nochmal. Wir sind schon ein bisschen stärker als die da, ne? Irgendwie hört sich das auf meinen Ohren gerade an, als wenn die während die spielen so immer wieder das komplette Orchester austauschen. Ja, yeah, du bist wirklich stark. Ja, natürlich bin ich das. Ja, vielleicht werde ich auch krank. Du erhältst einen Top-Trank. Klaus Hein aus Frankfurt am Main. Wer könnte das sein? Deine Mutter. Okay, jetzt sind wir unten. Ich heile mal den King rauf. Das wird wahrscheinlich jetzt auch mal drin sein. Wir haben ja wieder genug AP durch Officer Rocky. Nur auserwählte Trainer dürfen hier vorbei. Ich hätte auch einfach an ihm vorbeilaufen können, ne? Ohne dass er mich gesehen hätte. Okay, los geht's. Diego. Ja, der kommt direkt mit dem Elektroball angerumpelt. Guck mal, 4 Pokémon hat er dabei. Dann können die ja alle nicht so stark sein. Mit Level 47. Was willst du eigentlich vom Leben noch machen? Was willst du vom Leben noch, Digga? Was willst du noch? Los geht's, Zufrieden. So, jetzt. Jetzt ist die Musik wieder komisch. Ich guck da gleich mal. Sternenschauer. Achso. Ja, je nachdem, wie ich am Kabel rappel, ist es anders. Das liegt an mir. Schade. Na gut, dann ist das eben so. Tja, und das ist so nervig. Das ist wie wenn man irgendwie krank ist und dann nicht so richtig hören kann. Aber dann geht es immer ganz kurz wieder und dann wieder nicht. Und du hast einfach keinen Einfluss darauf. So, Sauglocke. Einwechsel. Goldkrone. Los. Ich mag Kingler. Ich mag Kingler wirklich sehr gerne. Deswegen will ich den eigentlich auch gar nicht angreifen. Die haben alle so sympathische Pokémon hier. Und deswegen bin ich auch ein bisschen traurig. Kingler. Und jetzt kommt Tauboss. Was haben wir gegen Tauboss? Eigentlich gar nichts. Gegen Tauboss müssen wir unbedingt unsere Elektrowämse hier fertig kriegen. Oh, Mewtwo ist hinterher ja auch auf Level 70, ne? Und ich habe kein Pokémon, was gegen den erfolgreich sein könnte.
Das dürfte noch ein bisschen schwierig werden. Jetzt sagt ihr alle, ja, Meisterball, Meisterball. Aber in diesem Spiel muss man ja erstmal das Pokémon besiegen, bevor man da überhaupt irgendwas machen kann. Cool. Okay, cool. Kopfnuss. Ja. Ich weiß noch, wie ich bei Pokémon Stadium diese Level 100er Geschichte, also zumindest das Einfachste, was du da machen kannst, nur mit dem Dragoran geschafft habe, dass die ganze Zeit nur Hyperstrahl weggewechselt hat. Das war witzig. Da war kein Pokémon vom Gegner dabei, das irgendwie was machen könnte. Das war auch ein bisschen unfair. Ich weiß noch nicht mal, ob da überhaupt ein Geister-Pokémon oder sowas bei war. Ich habe nur im Kopf, dass ich haushoch gewonnen habe. So, was haben wir denn jetzt? Siedewasser, jawoll. Einmal schön nach Dampfbad. Restaurants wurde besiegt. Astrainer Diego wurde besiegt. Eine Niedersage, ich fass es nicht. 5 Hyperbälle. Oh, aber die Frau, die hauen wir noch weg. Ich werde dir zeigen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist als man selbst. Ha! Ja. Das Beispiel von dir gucke ich mir gerne an. Caroline. Caroline. Ja. Oh. Ich bin nicht im Vorteil. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal wechseln. Vor allen Dingen, man kann ja nicht... Man kann ja wirklich nicht wissen... was sie für Pokémon einsetzen. So gar nicht. Okay. Kampf. Flammenwurf. Und jetzt Beerdigung. Gewonnen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, ja, ja. Okay. Akani. Akani ist auch nicht so eine große Nummer. Warum sollen wir denn jetzt uns auch irgendwie groß Mühe geben hier, ne? Ich meine, wir sind ja schon sowieso jetzt... Eigentlich sind wir schon der Champion. Könnte man sagen. Obwohl mir gesagt wurde, der Rivale hier ganz am Ende soll schon stark sein. Bin mal gespannt, was der so drauf hat. Habe ich nicht sogar schon mal gegen den verloren hier? Ich muss da die Siegestraße nochmal machen. Irgendwie klingelt da eine Glocke. Ich finde es übrigens auch immer merkwürdig, wenn er so schnell ist. Minerva ist in der Kokosnuss und rappelt ein wenig rum. Ein Golbat! Ach, wie schön. Kann ich den nicht einfach auch mit dem King wegwieseln hier? Machen wir das doch mal. Ich glaube, Eisstrahl ist... Golbat ist... Was ist das überhaupt? Weiß man nicht, ne? So. Laser. Kann man eigentlich in der Pokémon Liga 2 gegen 1 spielen? Das war frech jetzt von dir. Aber egal, wir haben jetzt ihn hier. Booms. Bis dann und ciao. Und das ist bitter. Das hat mir so weh getan. Oh.